So, hier haben wir den großen Karton drauf. Der ist schon mächtig gigantisch. Irgendwie gefühlt größer als das Auto. Krasser Mist, ey. Ein riesen Karton. 1,60 x 2,20 Meter. Und dann noch recht dick. Ja, aber bombenfest. Hallo ihr da draußen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits den Dachträger auf meinem IONIQ installiert, denn ich habe mir was gegönnt und zwar, ich habe endlich mein Dachzelt abgeholt. Ist ein Karton, der etwas größer ist. Hätte ich nicht gedacht, dass die Dinger so groß sind. Ja, ich habe den auf dem Hänger transportiert und zwar von Bochum die 250 Kilometer bis zu mir. Ja, den werde ich jetzt installieren. Und werde euch mit auf meine Installationsreise nehmen. Und da ich versuchen werde, das alleine zu installieren, brauche ich ein bisschen Equipment und dazu brauche ich dann auch ein bisschen Platz. Deswegen werde ich jetzt mal bei mir in den Garten gehen. So, jetzt fahre ich erstmal den Anhänger hier mit meinem Cabrio hinten auf die Wiese in den Garten, denn da habe ich dann ein bisschen mehr Platz. So, jetzt habe ich sie alle mobilisiert. Mein Cabrio Benziner, mein Dieseltraktor und mein Elektro-Ionic. Um dieses Riesenpaket hier auszupacken, brauche ich leider meine hydraulische Hilfe, aber die habe ich ja zum Glück. So, das sind jetzt hier die im Lieferumfang vorhandenen Klemmsysteme. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Breiten. Ich brauche die äußerste Breite für meinen Dachträger. Stecken wir die durch und dadurch, dass die hier sich mit dem Vierkant einfügen müssen, klopfe ich die dann erstmal rein. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn man das Dach aufmacht. Und zwar
hat das dann hier vorne solche Klammern, die man einfach hier aufmacht. So, vorne wie hinten, die Klammern jetzt aufgemacht. Dann fängt man so an, dass man einfach das Dach nach oben drückt. Einfach hoch, vorne. Und das gleiche macht man dann von hinten, einfach nach oben lupfen. Dann zieht sich das schon selbst auf. Dann haben wir hier den Gummi, der dient nur dazu, dass wir es zusammen machen, dass wir wieder hier, dass es sich nach innen reinzieht und nicht nach außen so geht. Deswegen kann man das dann bei Bedarf einfach hochschieben. Und fertig ist das Dachzelt. Fest. Jetzt habe ich hier den mega Vorteil. Ich habe getestet, was hier alles reinpasst. Also das Bettzeug passt sowieso rein. Hier liegt auch die Leiter, mit der wir dann hochgehen. Meine Gitarre passt rein. Mein Campingstuhl, mein Campingtisch und meine Campingliege habe ich alles hier jetzt reingepackt. Und damit geht es auch zu. Ich hole es gerade mal alles raus. So, meine Gitarre hat da problemlos reingepasst. Dann hier so ein klassischer Campingstuhl, um sich irgendwo hinzusetzen. Jetzt habe ich ihn gehimmelt. Campingstuhl. Ein aufbaubarer Campingtisch, 1 Meter mal 1 Meter hat er circa. Und ein großer Liegestuhl. Sieht so aus. Wenn man den aufpackt, sieht er dann so aus. Zum Füße hochlegen etc. Zudem passt das ganze Bettzeug rein. Man kann seinen Schlafsack oder sein Kissen alles einfach drin liegen lassen. Ich habe hier mein Fuchskissen drin. Dann haben wir hier so ein Täschchen. Das war auch im Lieferumfang mit dabei. Hier drin befindet sich quasi die Leiter. Und wenn wir die jetzt mal hier ausziehen, so, die kann bis 2,50 Meter ausgezogen werden. Die brauchen wir hier aber nicht. Mein Auto ist nicht so hoch. So. Kann ich hier schön reingehen. Ja, dann gehen wir einfach hoch, setzt sich auf die Kante, zieht seine Schuhe aus, schmeißt die hier in den Schuhbeutel rein, damit man auch wieder drankommt. Schuhbeutel ist nicht für meine Schuhgröße gedacht, merke ich gerade. Geht aber trotzdem. Ja, und dann ist man hier oben drin. Ja, so sieht es dann hier drin aus. Man merkt schon, es ist mega geräumig. Also ich liege jetzt hier mal auf meiner Seite. Habe bis zum Rand noch Platz. Und meine Füße logischerweise auch. Dass es hier liegt, kann man wegtun. Da sieht man, dass ich hier noch Platz habe. Also mega geräumig das Teil. Und neben mir findet auch noch jemand locker Platz. Ja. Natürlich kann man beide Seiten auch zumachen. Wir haben da auch Fliegennetzmöglichkeiten. Wir können auch die Stirnseiten hier aufmachen, um einfach noch für mehr Durchzug zu sorgen. Dadurch wird es hier drin wesentlich kühler. Merkt man deutlich. Auf der anderen Seite können wir das auch machen. So. Hier sieht man auch die Gasdruckstoßdämpfer. Die sind schön eingepackt, dass man sich da nicht stoßen kann. Hier diese Lücken sind mit Schaumstoff auch ausgekleidet. Den kann man auch rausnehmen, kann da noch Sachen verstauen. Die war auch im Lieferumfang dabei, ist eine Lampe, eine LED, wo man halt hier drin dann auch gemütlich abends sitzen kann. Die kann auch USB-Energie spenden und aufgeladen werden über USB im Auto, Mikro. Kann auch ein Handy aufladen damit.
Ja, man hat hier Staumöglichkeiten. Man hat Haken, um Sachen aufzuhängen. Und ich kann, also ich bin wirklich, ich bin 1,92 groß und ich kann hier locker drin sitzen. Ich sitze gerade im Schneidersitz hier, habe den Rücken komplett gerade, wie man sieht. Das wirkt nur so krumm wegen dem Weitwinkelobjektiv. Und ja, sieht man im Kopf oben, ist gerade Dreck. Beim Kopf ist noch Luft. Zumal sitze ich auch nicht an der höchsten Stelle, die höchste Stelle ist hinten. Trotzdem, wenn man hier entspannt, gemütlich sitzt, hat man gar keine Probleme. Die Matratze ist eine Schaumstoffmatratze. Die ist so dick. Ich hole mal ein Maßband. So, habe mal mein Maßband hier. Hole mir nochmal die Matratze raus. Und messen mal die Stärke. Ja, eine 8 cm Matratze ist das. Nicht ganz 10, sondern genau 8 mm. Reindrücken. Ist sehr bequem. Ich lege sie auch nicht durch, auch wenn ich an einer Stelle sitze. Sie ist sehr stabil. So, jetzt messen wir mal die Länge, die wir hier drin zur Verfügung haben. Ich habe eine Matratzenlänge von 2,20 Meter und eine Breite von genau 1,40 Meter. Schon gigantisch. Das ist schon riesig hier, das Teil. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, hier ein Netz anzubringen. Das spannen wir quasi hier von Ecke zu Ecke. Das war auch dabei im Lieferumfang. Und da kann man dann quasi, keine Ahnung, nicht gebrauchte Gegenstände oder wenn man gerade mal Platz braucht, kann man sein Zeug da hochbringen, Klamotten hochschaffen, etc. Ja, werde ich wahrscheinlich weniger brauchen, weil ich dann die Deckenhöhe nicht missen möchte an der Stelle. So, kann man sich mal eine Vorstellung machen, wie groß das hier ist. Echt sehr geräumig. Und auch die Höhe, das sind 1 Meter Deckenhöhe. Zudem haben wir hier noch ein Gestänge, was in diesem Beutel mit drin war. Das war auch dabei. Mit dem können wir hier dieses Vordach quasi erzeugen, indem wir unsere Tür nach oben klemmen. Das mache ich jetzt mal. Look into my shiny eyes. You at night, look, and you will see the light. Look at me before I die. Gut, jetzt bauen wir das wieder zusammen. Das heißt, wir hängen die Leiter aus und rasten die wieder ein. Dann kann ich wieder in den Beutel rein. So, die Leiter packen wir da hier oben rein. Die Gitarre stecke ich auch wieder hier oben rein. Diese Gummi hier, den macht man wieder in die Mitte, damit er quasi das Zelt so ein bisschen reindrückt. So, jetzt kann man einfach hier das Zelt an den Band packen hier und nach unten ziehen. So, jetzt packen wir vorne auch an dem Band hier und ziehen das einfach runter. So, dann kann man das ein bisschen hochhalten, kann den ganzen Klumpatsch reindrücken. Geht einmal um das Zelt herum und drückt überall alles rein, dass nichts mehr rausguckt. So. Und dann
wenn alles soweit ist, kann man es dann passend drücken. So. Zieht man es einfach runter. Macht diese Klammern hier wieder zu. Vorne so wie hinten. Das zieht sich dann runter hier. Zack. Und die vierte Klammer auch. Ja. So. Und schon ist das Zelt wieder zu. Und jetzt wieder nur noch eine Dachbox. Jo, jetzt bin ich hier am Fahrversuch und stelle fest, dass die Fahrt mit der Dachbox leiser ist, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, dass das mega die Windgeräusche sind, aber es ist leiser, als wenn ich nur mit dem Dachträger fahre, weil der Dachträger so ein bisschen mehr rauscht und pfeift. Aber mit der Dachbox habe ich einfach nur ja ein Windgeräusch, natürlich, selbstverständlich habe ich ein Windgeräusch, aber ich finde, das hält sich sehr in Grenzen. Ne? Ja, der Verbrauch, den kann ich noch nicht so gut messen. Wie gesagt, ich bin jetzt mal so 70 Kilometer gefahren und zwar über Land, aber da, wo ich wohne, halt sehr bergig, bergauf, bergab und so weiter. Auf den schnellsten Straßen, wo man fahren konnte, bin ich 100 km/h gefahren. Mein Verbrauch liegt bei 13,5, aber bis jetzt lässt sich super fahren, hält auch bombenfest da oben das Ding. Bis 120 km/h ist das Ding zugelassen. Ich werde es erstmal mit 100 testen. Ja, mal gucken, wie es das oben verhält mit den Schrauben. Aber eigentlich unbedenklich. Ich fahre auch gerade, Moment, ich fahre jetzt gleich 100, 90, 95. So, jetzt fahre ich 100 km/h. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, man hört es halt leise. Aber wenn man jetzt auch das Radio ein bisschen trudeln hat oder so, ist das Geräusch quasi weg. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann auf der längeren Strecke auswirkt. Aber echt super klasse. Auch Fahrverhalten ändert sich dadurch nicht wirklich. Also bestimmt, wenn man mit hohen Geschwindigkeiten in die Kurven geht, vielleicht oder so. Aber aktuell stelle ich nichts fest. Also ich habe jetzt mal die Kurven eng genommen und so weiter, ein bisschen gespielt. Da ist gar kein, ja, keine Änderung. Ich meine, das sind 60 Kilo, die ich da oben jetzt drauf habe. 65 vielleicht. Ich merke es noch nicht. Ja, der Ioniq liegt gut auf der Straße. Somit wäre es das gewesen zu meinem Fahrtest. Und was ich noch ergänzen möchte, ich habe das Teil mit dem Traktor draufgehoben. Das wäre nicht nötig gewesen. Natürlich kann man das auch zu zweit draufheben. Da ich aber alleine war, musste ich mir irgendwie selbst helfen. Wie gesagt, das Ding wiegt nicht viel. Man kann das zu zweit locker da draufheben, wenn man nicht gerade zu klein gewachsen ist. Und jedoch habe ich den Traktor und kann ihn ja auch nutzen. Ich habe mit euch jetzt mal einen kleinen Zeitsprung gemacht. Und zwar einen Monat und 10.000 Kilometer später, welche ich durchgehend das Dachzelt montiert hatte. Damit ich euch auch ein Feedback geben kann, wie sich das denn alles so fährt und welche Verbräuche ich natürlich habe. So, erstmal muss ich sagen, das Dachzelt merkt man eigentlich gar nicht, wenn man es drauf hat. Also ich bin wirklich bis maximal 120 km/h gefahren immer. Da ich ja eh kein Raser bin, war mir das eigentlich egal. Hat mich somit nicht eingeschränkt. Es schränkt auch im Alltag nicht ein, wenn man es drauf hat. Lediglich der Verbrauch ist etwas höher. Ich kann es auch nochmal zeigen. Hinten habe ich mir so einen kleinen Schaumstoff auf die Kofferraumklappe geklebt, weil es ganz leicht dagegen kommt. Die Kofferraumklappe geht vielleicht hier so viel weniger auf als vorher. Ich habe es zwischendurch nochmal ein bisschen korrigiert, habe die Position optimiert, dass es vorne etwas mehr übersteht, weil wir haben nämlich den Vorteil, dass es vorne einfach nicht sichtbar ist, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt. Lediglich, wenn man vorne mit der Nase ans Lenkrad geht und nach oben schaut, sieht man es. Kann ich auch gerade mal zeigen. Wenn ich mich jetzt hier befinde, wo mein Kopf immer ist, dann sehe ich gar nichts. Aber wenn ich nach oben schaue, muss ich wohl wirklich ganz weit nach vorne gehen, damit ich das auch sehe. So, und jetzt bin ich schon direkt auf dem Lenkrad hier. So, und wenn ich weiter zurückgehe, schon sehe ich das nicht mehr. Also auch wenn man Ampel sucht oder sowas, ist es nicht im Weg. Hat keine Einschränkung der Sicht. Warum es so schmutzig aussieht, das ist noch die Folie drauf, die ich noch nicht komplett abgezogen habe von unten, weil es ja montiert ist.
Ich habe es auch mal testweise runtermontiert. Es gibt drei Möglichkeiten. Einmal kann man es einfach zu zweit runterheben. Braucht man jemanden, der halt groß genug ist. Dann muss man es halt irgendwo hinstellen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit mit einem Flaschenzug. Man kann sich über der Garage quasi einfach so einen Seilzug, gibt es sogar zu kaufen, fertig, zwei Schlaufen drum. Dann hebt man das hoch unter die Decke und kann es dort auch verstauen. Meine Variante, die ich erstmal getestet habe, war, ich habe die Hebebühne genommen, die Pkw-Hebebühne, habe die Arme ausgefahren und habe die hier drunter gesetzt, vorne und hinten, auf der anderen Seite auch. Und dann konnte ich es einfach hochfahren, das Ding, und das Auto unten rausfahren. War ganz praktisch, aber man braucht dazu eine Hebebühne. Ich konnte es halt dann ablassen auf die Palette und konnte es mit der Palette neben seitlich wegfahren oder auf den Rollwagen, je nachdem, wo man es halt hinhaben möchte. Ja, kommen wir mal zu den Verbräuchen, welche wahrscheinlich für euch am interessantesten sein werden. Ich hatte unterschiedliche Verbräuche von 12,5 bis 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die 16 Kilowattstunden sind die, welche ich bei 120 km/h auf der Autobahn hatte. Natürlich kommt es auch darauf an, wie wahrscheinlich der Wind kommt, ob es nochmal Berge dazu sind oder sonst was. Wie gesagt, 120 km/h ist das Höchste, was ich gefahren bin. Und da hatte ich dann auch um die 15,5, 16 Kilowattstunden. Die 12 bis 13 Kilowattstunden hatte ich dann quasi mal in Dänemark, wo ich wirklich die ganze Zeit auf der Ebene nur Landstraße gefahren bin. Zudem in meinem heimatlichen Bereich, hier Mittelgebirge, fahre ich meistens so mit 15 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt Autobahn und Landstraße kombiniert fahre, den Weg zur Arbeit und die Alltagsfahrten, die werden alle bei mir mit 15 Kilowattstunden in etwa ablaufen. So, meine Reichweite, die mir angezeigt wurde, die war immer so zwischen 150 und 190, war das Höchste. Die 190, wie gesagt, in Dänemark und die, also man kann grob sagen, 170 Kilometer sind mit dem Dachzelt locker drin. Das ist so, wie die Winterreichweite bei dem Auto ist. Hat mir ausgereicht bei der Ladeinfrastruktur, die ich hatte. Wie gesagt, ich bin halt dann immer mal zwischendurch rausgefahren und habe nachgeladen. Man muss natürlich auch nicht so schnell fahren. Man kann natürlich auch einfach sich hinter einen LKW hängen oder einen Reisebus, noch idealer, Wohnmobile, und fährt im Windsog mit und kann natürlich dann auch noch mal ein bisschen Verbrauch rausschinden. Ansonsten, Fahrverhalten ändert sich wirklich eigentlich nicht. Kann natürlich sein, wenn man jetzt wirklich scharf in die Kurven geht, irgendwelche Pässe fährt oder sowas. Mache ich aber nicht, weil ich will ja auch meinen Dachträger irgendwie schonen. Ne? Schließlich sind es ja auch nochmal 60, 70 Kilo, die da oben drin sind, mit der Leiter zusammen und meinem Bettzeugs, was auch immer das wiegen mag, habe ich ja ein Gewicht. Und das will ich jetzt nicht unbedingt alles auf den Dachträger lasten. Ich habe auch voll beschleunigt, voll gebremst. Das hat ja alles mitgemacht, da hat sich nichts verändert. Und wo wir es gerade von Gewichten haben, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Dachträger mit dem Ioniq hat eine Traglast von 100 Kilogramm. Dies bezieht sich aber nur auf den dynamischen Wert, beziehungsweise wenn man fährt. Im Stillstand hat das Dachzelt eine Traglast von 350 Kilogramm. Das heißt, da können sich schon einige Leute drin reinsetzen, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Am Auto sowieso nicht. Wie gesagt, PKWs haben im Stillstand eine viel höhere Traglast, also Dachlast. Dies wurde bereits schon in sehr vielen Dachzeltgruppen ausermittelt. Somit ist man da auf der sicheren Seite. Es sieht natürlich wuchtig aus, das Ding. Keine Frage. Die Leute gucken auch, was ist denn da drin? Wenn ich sage, es ist ein Elektroauto, fragen die meisten schon, ja, hast du deine Batterie da oben drin? Sag ich ja nicht. Klar, 5 Millionen Kilometer Reichweite und ich habe die Batterie im Dach. Nein, man gewöhnt sich daran, wirklich. Man gewöhnt sich daran, muss ich sagen. Weil die Größe ist zwar wuchtig, aber dafür habe ich einen riesen Komfort in dem Dachzelt. Ich liege da drin, mit zwei, drei Leuten haben wir schon drin gesessen und haben gegessen und gechillt. Also ideal. Wirklich, man ist vor allem sehr flexibel. Man fährt einfach so lang, wie man kann. Und wenn man nicht mehr will oder müde ist oder findet nur eine Schokosteckdose zum Laden, legt man sich um das Dachzelt und pennt einfach. Also einfach wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn man so ein bisschen eine Camper-Affinität hat, dann bietet sich das echt an, mit so einem Dachzelt durch die Gegend zu düsen. Und für mich halt, da für mich nur das elektrische Fahren in Frage kommt, auf längere Strecken ist halt wirklich das Dachzelt für mich die beste Lösung. Und die Alternative zum Wohnmobil. Zudem könnt ihr auch einfach, wo ihr wollt, anhalten und schlafen.
Also ich habe auf Rasthöfen geschlafen, hat sogar da die Möglichkeit, sich ein bisschen weiter hinten, da wo die ganzen LKWs dann immer stehen, hinzustellen. Da steht man recht weit weg von der Autobahn. Also ich habe es eigentlich gar nicht mehr gehört. Man fährt irgendwo in einen Feldweg rein. Ich habe am Strand geschlafen. Ich habe das Auto am Strand gestellt und habe einfach im Dachzelt geschlafen. Das war wirklich traumhaft. Du hast das Fensterchen aufgemacht und hast einfach das Meer gehört. Morgens hast du es dann auch gesehen. Wunderschön. Ich blende hier nebenbei auch immer ein paar Bilder ein, damit ihr seht, wie das aussah. Wirklich eine ganz tolle und flexible Sache. So ein Dachzelt, super, wenn es einem beliebt. Ein weiterer Vorteil ist mir noch eingefallen, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das Dachzelt bedeckt ja quasi mein komplettes Dach und so die Hälfte der Scheibe so ein bisschen. Also, ich habe das Auto in der Sonne stehen gehabt, mehrere Stunden. Da drin ist es nicht so warm geworden, wie es normal warm geworden wäre, weil das Dachzelt einfach so viel Temperatur abgefangen hat, so viel Sonnenstrahlung, dass ich dadurch meine Klimaanlage sogar noch entlastet habe. Das heißt, es hat so einen kleinen positiven Nebeneffekt noch, kann man sagen. Auch wenn der vielleicht nicht riesig sein mag, aber wirklich, das Auto steht in der prallen Sonne und die Sonne strahlt aber nicht direkt ins Auto rein oder nicht aufs Dach. Und somit hast du echt nochmal enorm viel Schutz. Ja, so ein paar kleine Optimierungen will ich auch euch noch etwas zeigen, die ich durchgeführt habe, währenddessen ich das getestet habe. Okay, hinten sammelt sich natürlich ein bisschen Insektenzeugs. Ah, jetzt haben wir es. So, und zwar habe ich noch hier Anti-Rutschmatten, ganz simple Anti-Rutschmatten, welche aus dem Transportbedarf sind. Hier kriegt man überall dazwischen geklemmt, um einfach die Haftfähigkeit nochmal ein bisschen zu erhöhen, weil sonst gibt es auch Macken im Dachträger und ja, die Haftung ist so noch viel besser. Zudem hat man die Möglichkeit auch noch in der Mitte zu befestigen, um es einfach noch stabiler zu machen. Aber ich dachte mir, die 8M8er Schrauben sollten das definitiv halten, weil vorher würden dann wahrscheinlich hier die Dachträger schon der Schwachpunkt sein. Jedoch kann man das jederzeit machen. Aber ich hatte auch gar keine Befestigungsteile mehr da, die hätte ich mir erst noch besorgen müssen. Ja. Und wie ihr wisst, habe ich in meinem Kofferraum ja eine 12 Volt und eine 220 Volt Steckdose. Dieses Kabel von der 220 Volt Steckdose kann man problemlos hier über den Gummi, denn der gibt nach, hinten raus aus der Scheibe rausgehen lassen. Ich mach's mal zu. So, dann seht ihr, geht alles zu, einwandfrei. Das Kabel ist ja nur hier im Gummi drin quasi. Und ihr könnt es hochlegen in euer Dachzelt und habt dann Strom, wenn ihr eventuell einen Laptop da oben habt oder einen Heizlüfter etc. Somit ist es dann auch im Winter möglich. Ja, ich bin jetzt 10.000 Kilometer gefahren. Habt ihr richtig gehört, in den 4 Wochen, in denen ich das Dachzelt drauf habe. War sogar in der Zwischenzeit bei der Inspektion. Bei der Inspektion beim Sangel habe ich sogar das Dachzelt draufgelassen. Also hat auch niemanden gestört. Es funktioniert super und ich habe mich daran gewöhnt. Ich könnte das jetzt immer drauf lassen, wobei ich mir vorstellen kann, dass im Winter dann doch vielleicht der ein oder andere Kilometer mehr wertvoll sein dürfte. Und im Winter da oben drin schlafen, das müssen wir nochmal testen. Wobei dafür habe ich schon einen weiteren Plan, denn ich bin ja gerade in der Experimentierphase und habe noch ein weiteres Dachzelt mir zugelegt, welches ich gerade teste. Und dazu kommt aber ein separates Video. Das steht auch hier gerade. Das habe ich gerade auf meinem Hänger montiert. Das ist ein bisschen kleiner und schlichter. Und von der Verarbeitung her ein bisschen anders, aber dazu kommen wir noch wann anders. Da mache ich ein extra Video dazu und ja, ich hatte es auch schon auf dem Ioniq mal kurz drauf gehabt. Da ich jetzt hier ein neues Fazit gedreht habe, kann ich ja eigentlich das Fazit und den Videoabschluss von dem Tag, wo ich das Dachzelt montiert habe, eigentlich löschen und zeige euch nur das hier. Wie gesagt, ich wollte es testen für euch und auch direkt ein Feedback geben können, deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet. Ich hoffe, es war ein schöner Einblick für euch. Ihr konntet mal ein bisschen ja, einen Einblick bekommen oder einfach mal sehen, was so ein Dachzelt alles kann, wie praktisch das ist und die Montage. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, das mal zu sehen in live oder eine Frage dazu habt, schreibt mich an. Ich habe jetzt neuerdings eine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung drin bei allen Videos. Da könnt ihr mich anschreiben und Fragen stellen und auch gerne mal ein Treffen vereinbaren, wenn es zeitlich möglich ist. Wie gesagt, danke, dass ihr mich begleitet habt und dass ihr das Video angeschaut habt. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Electric Dave. Natürlich bietet mir diese Riesenfläche des Dachzelts auch noch eine Möglichkeit, da eine flexible PV-Anlage zu installieren, welche zumindest im 12-Volt-Bereich arbeitet. Aber dazu noch ein neues Projekt. Ne? Nur so vorab, was ich alles vorhabe. Ja, hallo, hier in meinem Dachzelt. Ich habe gerade meinen Urlaub gemacht und dieses Dachzelt eingeweiht. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Aber, ja, wie könnte ich es denn besser vorführen? Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch im Hintergrund hört. Aber
Ja, ich liege hier direkt am Strand. Das heißt, hier geht's raus mit einer Leiter und da ist dann quasi der Strand mit dem Meer. Und natürlich darf man hier auch völlig legal am Strand parken, stehen und fahren. Gar kein Problem, denn der Strand ist weitestgehend recht feste und somit eine tolle Sache. Ja, draußen sind auch immer wieder mal Leute, die vorbeilaufen und sich wundern, was ist denn das für eine Konstruktion, weil ich ja quasi auf meinem Auto liege, wohne. Wenn ihr hier die Leiter runterschaut, steht da unten ja mein Hyundai. Total cool. Der Strand ist auch nicht so arg voll, weil halt die Ferien schon vorbei sind. Auf der Seite habe ich das Netz zugemacht. Insekten gibt es hier sowieso im Strand recht wenige. Und deswegen ja, hätte ich es auch auflassen können. Schützt ein bisschen vom Wind noch, der sich wirklich in Grenzen hält hier. Ja, auf der anderen Seite kann man auch rausschauen. Da sieht man dann die Dünen. Auch wunderbarer Anblick. Ja, mega groß hier drin auf jeden Fall alles. Tschüss.